Alba Berlin zieht seine Kraft aus der Vergangenheit, vor allem aus der jüngeren. Zum einen aus der noch gar nicht so lang zurückliegenden 10-Spiele-Siegesserie, zum anderen aus 3 Pokalerfolgen seit 2013. Zweifelsfrei, Alba Berlin weiß, wie man das Top 4 gewinnen kann. Zuletzt im vergangenen Jahr in München im Finale mit dem letzten Wurf gegen den Gastgeber, den FC Bayern München Basketball. Siege aus 1001 Pokalnacht zieren die glorreiche Pokalgeschichte der Albatrosse. Insgesamt 9-mal konnten die Hauptstädter den Deutschen Cup gewinnen. Der Pokal war zudem der erste Titel, den die Berliner in der Arena am Ostbahnhof gewinnen konnten. Am Wochenende findet das Top 4 nach 2013 wieder in der Multifunktionsarena in Friedrichshain statt. Doch nach der Heimniederlage am Mittwoch gegen Jena, nach einer verspielten 18-Punkte-Führung zur Halbzeit, geht Alba Berlin nicht unbedingt als Favorit in das Halbfinalduell gegen den FC Bayern München. Das sah bis vor ein paar Wochen eigentlich ganz gut aus, weil wir haben uns eigentlich dahin entwickelt, wie wir es gehofft hatten. Sind stabiler geworden, hat eine Siegesserie von 10 Spielen. Haben jetzt aber, und das passiert manchmal, wieder einen richtigen Rückschritt gemacht, haben die letzten 3 Spiele relativ hoch verloren, sodass da jetzt auch ein paar Fragezeichen sind, ganz klar. Wir haben auch eine triftige Erklärung, dass unser Spielmacher verletzt ausgefallen ist in diesen Spielen. Dennoch hatten wir gehofft, dass wir eigentlich schon weiter sind und jetzt müssen wir eben uns da ganz schnell wieder berappeln und da wieder hinkommen. Wie sieht es fürs Wochenende mit dem angesprochenen Spielmacher aus? Kann man da eine Prognose abgeben? Also es ist nicht komplett unwahrscheinlich, dass er spielt, aber er wird natürlich nicht im Vollbesitz seiner Kräfte spielen können, weil er wird auf jeden Fall, wenn es denn überhaupt klappt, wird es ganz kurzfristig klappen. Das heißt, er wird praktisch ohne Vorbereitung dieses Turnier gehen. Während der Pressekonferenz wurde natürlich auch ein Stück weit über die Vergangenheit gesprochen. Wenn man mal zurückschaut, hat Alba in der Vergangenheit der Jüngeren sehr oft den Pokal gewonnen und öfter war es auch mal so, dass man nicht der Favorit war und im Endeffekt dann doch ein Schnippchen geschlagen hat und das Ding gewonnen hat. Beispielsweise auch sehr eindrucksvoll im letzten Jahr. Wie wichtig ist vielleicht diese Geschichte und dass auch Spieler im letzten Jahr mit dabei gewesen sind und kann man tatsächlich diesen Schalter einfach so umlegen? Also den Schalter umlegen normal kann man eigentlich nicht, aber Pokal hat genau diesen Reiz, dass in einem Spiel alles entschieden wird. Zumindest erstmal, ob man ins Finale kommt. Und da ist mächtig Druck in der Bude. Da sind besondere Typen gefragt, da ist Momentum gefragt. Und das muss man versuchen, geschlossen dann herzustellen. Und das ist uns in den letzten Jahren immer ganz gut gelungen. Und es war auch generell so, dass eigentlich die Favoriten sich eher seltener durchgesetzt haben. Insofern tut uns die Underdog-Rolle vielleicht ganz gut. Aber wir wissen natürlich schon, formmäßig stehen wir im Moment nicht so gut da. Und da müssen wir uns wirklich einen großen, großen Schritt machen. Aber unmöglich ist es nicht. In der Analyse, welche Dinge müssen im Hinblick auf das vergangene Spiel am Wochenende gegen Bayern jetzt im Halbfinale besser werden? Ganz viel. Ganz viel. Also wir haben das letzte Spiel, haben wir uns dann, wie soll ich sagen, haben es versucht, dann jeder für sich zu lösen, indem manche haben zu viel Verantwortung übernommen, manche zu wenig. Wir haben so dieses Kollektive haben wir verloren, auch aufgrund des Drucks, den die Bayern da ganz immens gemacht haben. Da muss man versuchen, zusammenzubleiben, auch wenn noch so viel Druck auf den Ball und auf den Gegenspieler gemacht wird. Das wird die wichtigste Aufgabe sein und vor allem, dass man sich nicht frustrieren lässt. Es passiert in dem Spiel, wir haben 15-0 Dreier geschossen, das passiert selten, dass man also gar nichts trifft. Und da muss man auch ehrlich sein, wenn man wieder so schlecht wirft, dann wird man wahrscheinlich den Pokal nicht verteidigen können. Aber es spricht nichts dagegen, dass man besser wirft. Und da muss man auch dann so ans Gute glauben. Und wenn man dann einen Wurf nicht getroffen hat, sich nicht frustrieren lassen, sondern weitermachen. Auf keinen Fall aufhören, nicht anfangen, irgendwas zu ändern, sondern das, was uns was uns da hingebracht hat, das weiter beherzigen. Das sind so die wesentlichen Punkte, mal holzschnittartig zusammengefasst. Zwei Fragen habe ich noch. Stimmt mein Gefühl, dass vielleicht so ein bisschen das Verhältnis zum FC Bayern entspannter geworden ist? Ja, also die Rivalität ist groß, klar, aber sagen wir mal, diese ganzen Sticheleien, die da teilweise waren, das hat sich etwas verloren. Ich glaube, das hat auch ein bisschen mit den persönlichen Besetzungen zu tun, die zum teilweise geändert haben. Und insofern ist es zwar ein durch Rivalität geprägtes Verhältnis, aber durchaus normal. Sie haben
in Bezug auf den Pokalmodus das Beispiel Spanien in der Pressekonferenz angesprochen. Können Sie das nochmal zusammenfassen und vielleicht sagen, ob das auf lange Sicht gesehen auch was für Deutschland wäre? Also in Spanien wird bei uns, oder andersrum, fangen wir mit uns an. Bei uns werden ja die vier Teams, die sich dafür qualifiziert haben, spielen an einem Wochenende den Pokal aus. Ein super spannendes Format. Es gibt immer die Kritik, dass da keine Zweitligisten und Drittligisten und so weiter teilhaben können. Man muss aber sagen, in den früheren Jahren, als es so gespielt wurde, hat es eigentlich keinen interessiert. Und es war eigentlich auch nie möglich, dass ein Zweit- oder gar Drittligisten Erstligisten raushaut. Insofern, glaube ich, ist das Format, so wie es aktuell ist, schon sehr stimmig. Vor allem, wenn man sich die Terminlage anschaut. Das Zweite, wie es in Spanien gespielt wird, da wird nach der Hinrunde wird die Tabelle genommen und dann sind die ersten 8 für den Pokal qualifiziert und so wie die in der Tabelle stehen, spielen die auch gegeneinander. 1 gegen 8, 2 gegen 7 und so weiter. Das wird dann an einem langen Wochenende ausgespielt. Es geht donnerstags los und ist ein Riesenerfolg in Spanien seit vielen, vielen Jahren. Da strömen die Fans dann von 8 Clubs strömen sozusagen zusammen, wird immer in den höchsten und größten Hallen ausgetragen. Die Städte, die das veranstalten, bieten da heftig, um diese Veranstaltung in ihre Stadt zu bekommen. Andere Länder haben das versucht, dem nachzueifern. Italien zum Beispiel, Griechenland, Frankreich, da hat es nicht so funktioniert. Das wäre vielleicht für die Zukunft ein Modell, über das man sich Gedanken machen könnte, ob das in Deutschland funktionieren kann. Am Ende wird man es wahrscheinlich irgendwann mal einfach probieren müssen. Wäre, glaube ich, eine lukrative Sache. Aber wie gesagt, der Modus, so wie er jetzt ist, trifft eigentlich, was Spannung anbelangt, was die Qualität anbelangt, was die Klasse des Events anbelangt und auch den Spielplan anbelangt, trifft eigentlich alle Voraussetzungen. Vor allem eins wird für das Team um den Pokal erfahrenen Akim Vargas von Bedeutung sein. Jetzt gilt es einfach für uns, wieder ein bisschen zu zeigen, dass wir uns auf das besinnen, was wir wirklich gut können, nämlich die kleinen Sachen machen und dass wir ein Spiel über 40 Minuten auch gegen einen guten Gegner spielen können. Die Rolle des Außenseiters hingegen genießen voll und ganz die Vertreter aus Ludwigsburg. Die Riesen schlugen auf dem Weg nach Berlin die bis heute in der Liga ungeschlagenen Ulmer. Glückwunsch, den inoffiziellen Titel für den launigsten Teilnehmer der Pressekonferenz, den haben Sie schon mal gewonnen. Erklären Sie doch mal bitte, wie Sie auf Ihre Slogans gekommen sind. Das ist nicht mein Verdienst, das war unsere Agentur, Nitribit heißt sie. Die haben für uns Mottos für die Top-4-Teilnahme entworfen und das waren halt so ein paar Highlights da draus. Und ich fand sie einfach zu schade für die Schublade und darum habe ich so ein paar ausgedruckt. Die können Sie auch noch mal bitte kurz zitieren. Ja, unser Pokalmotto, das wir dann gewählt haben, ist: Das geilste B beginnt mit A. Sehr schön fand ich auch Berlin, Berlin, mehr Schwaben für Berlin. Ich hoffe ja auch, dass der Prenzlauer Berg sich aufmacht und uns unterstützt. Weiteres war zum Beispiel Heidenai, also Schwäbisch, ich bin ja Braunschweiger gebürtiger, Heidenai, Ludwigsburg gegen Bamberg bei. Das sind, glaube ich, so die schönsten, die hier auch am besten reingepasst haben. Inwieweit trägt die Mannschaft auch diese Vorfreude und diese Lockerheit, die in den Slogan steckt, jetzt im Vorfeld dieser Partie in sich? Ich glaube, Lockerheit wird aber schon ein Schlüssel sein. Auf dem Papier ist es ja sehr eindeutig, wenn man Bamberg und Ludwigsburg nebeneinander hält. Und genau das, mein Kollege Rolf Bayer aus Bamberg hat gesagt, das ist, glaube ich, unser Vorteil. Wenn wir mit 2 gewinnen, ist es eine Sensation. Wenn Bamberg nur mit 20 gewinnt, dann sagen alle, ja, ist der Trainer noch zu halten. Und ich glaube, das kann ein Vorteil sein. Nach dem Motto, du hast keine Chance, nutz sie. Es wurde eben auch so ein bisschen über den Pokalmodus gesprochen und wurde gesagt, es ist natürlich auch ein Stück weit Romantik, dass jetzt ein Zweitligist einen Erstligisten schlagen könnte. Aber wenn man sich anguckt, dass sie das Team in der Liga geschlagen haben im Pokal, was in der Liga noch ohne Niederlage dasteht, dann zeigt das aber auch, dass der Pokal ein Stück weit schon seine eigenen Gesetze hat. Das sind 5 Euro fürs Phrasenschwein. Das ist sicherlich so und das ist der Reiz. Es ist halt schwierig in einer Serie ein Team wie Bamberg zu schlagen. Darum ist es in den Playoffs natürlich auch schwieriger, andererseits vielleicht auch gerechter.
Und das ist halt genau der Reiz im Pokal, dass sowas vorkommen kann. Diese Pokaldiskussion, Modus und so weiter ist ja schon sehr alt. Und es gibt auch sehr gute Gründe, dass wir das damals so gemacht haben, wie es jetzt ist. Die Zweitligisten wollten es gar nicht. Die wollten gar nicht mitspielen. Wir haben uns das statistisch angeguckt damals. In 4% der Fälle nur gab es Überraschungen, wo der Underdog mal den Favoriten schlagen konnte. Und das ist sportlich einfach nicht so spannend. Im Fußball ist es halt leicht, mal das eine goldene Tor zu schießen und dann über die Zeit zu bringen. Im Basketball ist es halt relativ schwierig. Und unser Sieg gegen Ulm, glaube ich, fällt unter diese 4%. Das ist großartig und das nehmen wir auch gerne mit. Und das haben wir uns auch in diesem Spiel erarbeitet. Aber daraus abzuleiten, dass dieser Modus nicht gut ist, führt, glaube ich, zu weit. Abschließend gefragt, um das Gespräch dann auch mit einer Klammer enden zu lassen, sind die T-Shirts schon möglicherweise gedruckt, dass man den Pokal gewonnen hat? Und wenn ja, ist da ein anderer Slogan als der Slogan mit dem L? Eigentlich würde das ja reichen als Slogan. Ich glaube, das ist immer so ein großes Geheimnis. Wer hat Sieger-T-Shirts gedruckt für einen Pokal? Ich glaube, ganz viele Teams, die zum Top 4 fahren, haben welche gedruckt. Ganz wenige werden zugeben. Und wenn welche gedruckt wären, dann würden die wahrscheinlich direkt eingestampft, wenn es nicht dazu kommt, damit die auch nicht irgendwo auftauchen. Ich weiß gar nicht, ich muss mal nachgucken, ob wir welche gemacht haben. Im vergangenen Jahr war Alba Berlin in keinster Weise ein Titelfavorit und dann schlugen die Albatrosse die Bamberger und die Bayern jeweils mit dem letzten Wurf. Eine Erfolgsgeschichte, die auch bei diesem Top 4 ein weiteres erfolgreiches Kapitel hinzugefügt bekommen soll.